Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Was am Anfang mich immer stört, ist eine neue Folge von Pokémon Phantom Crystal, der dritten. Ja, und schon wieder habe ich die Begrüßung verkackt, aber das macht nichts. Das letzte Mal haben wir viel erlebt und heute erleben wir vielleicht genauso viel. Man weiß es nicht. Ich und mein Pokémon haben lang meditiert. Ein Sieg ist uns eigentlich gewiss. Noch mehr Kampf-Pokémon. Ich dachte mir schon, dass sie Medita hat. Aber vor dem habe ich eigentlich nicht so viel Angst. Mach erstmal Medites. Oh. Schwierig. Meditationsgegner-Attacke steigt. Nicht mit mir. Zwei Attackenboosts. Er ist auch noch schneller als ich. Kann der nur Meditation? Wenn nicht, bin ich im Arsch. Geduld. Oh mein Gott. Das war. Ich hatte jetzt kurzzeitig Angst, ne? Hätte er jetzt einen normalen Tackle oder so eingesetzt. Mormont wäre instant K.O. gewesen. Mormont erreicht Level 10. 21 Angriff. Gut. Aquaknarre. Noch besser. Ich freue mich, endlich mal wieder ein deutsches Spiel zu spielen. Das auch so ein bisschen wie. Ich hole erstmal den Pokéball hier. Paraheiler, okay. Und wenige wilde Pokémon. Und Sandan hätten wir auch die Chance gehabt, aber nein, wir bekommen Paras und das Paras bleibt nicht mal im Pokéball. Sogar Pipi? Bestimmt gute Erfahrung. Da oben kann ich noch einen Pokéball holen. Und eine Treppe bin. Danke, super. Da kann ich noch nichts machen. Kann ich noch einen Pokéball abholen. Geil. EM12. Verhöhner. Kann ich hier den Pokéball. Nein, das hat er ausprogrammiert. Ist nicht schlecht. Hat er dran gedacht. In anderen. Wir hatten schon RPG Maker Spiele, da konntest du das machen. Aber er hat den Zugriff von dieser Seite her halt blockiert. Und super. Hätte ich mich nicht so drüber gefreut, wenn das. Dann gehen wir hier einfach raus. Ist das jetzt was anderes? Aber hier treffen wir noch einen kleinen Stein, was wir einfach mit Aquaknarre wegballern. Da freue ich mich doch. Auch keine Item. Aber hier gibt es noch ein Item. Hier gibt es auf jeden Fall einiges an Items, die wir einfach so mitnehmen. Warte mal. Andere Route. Ne? Das heißt. Immer noch dieselbe Route, hier dürfen wir nichts. Auch gut so. Durch meine Schönheit werde ich diesen Kampf gewinnen. Ist es wahr, dass du deine Schönheit gewinnst oder wirst du durch deine Schönheit diesen Kampf verlieren? Vulpix, ne? Vulpix ist ja so cute. Okay. Tut mir leid. So ist das. Ja, das ist hier keine siebte Gen-Pokémon. Da ist Vulpix. Auch wunderschön. Hier komme ich dann später durch. Das heißt, ich werde wohl als erstes. Ja, ich bin hier rüstet erstmal angekommen. Gibt's für Trainer das Pokémon? Ja. Das Übliche. Gibt immer Leute, die noch nicht Pokémon gespielt haben und dann mit so einem. Eher so einem Fanmade-Game. Jetzt habe ich endlich die richtige Begründung. Ja, Pokébälle. Wichtig. Sagt er doch Pokébälle. Hier gibt's Bodyguard und Frustration. Pokémon sind eigentlich nicht so. Ich habe hier ein kleines Problem. Ne? Nach unten geht fein, aber nach oben. Also es liegt auch nicht. Und erstmal möchte ich. Weiß nicht, Schutz. Einen. Nur falls es mir zu. Aber momentan sehen die Raten eher so aus, als wäre das voll okay. Ich habe noch nichts zu verkaufen. Ich
Guten Tag. Durch das Battle... Kann ich mal Deutsch, das ist einfach Fakt. Die Battle Tower ist Hero City bei den Pokémon-Trainern sehr beliebt. Der Fernseher ist doch eine schöne Erfindung. Ja, Fernseher, Erfindung. Von Außenmaps läuft das nicht so. Hero City ist wirklich berühmt für den Battle Tower, aber solange er geschlossen ist, ist er wirklich tot. Und du kriegst eine Angel. Das Angeln ist die beste Möglichkeit, um gute Wasser-Pokémon zu erhalten. Hey, ich sehe, dass du keine Angel hast. Da hast du doch Glück, denn ich habe hier noch ein paar Vorräte. Danke. Nun habe ich eine Angel. Und wenn es in dieser Stadt einen Tümpel gibt, darf ich mich auch ein Pokémon. Weißt du, manchmal hält Professor Gutwing seine Tugende gut hier in Hero City. Immer wenn dieses der Fall ist, kommen hunderte Professoren und Wissenschaftler nach Hero. Dann sind die Straßen sowas von gefüllt. Darum hat Hero City, zum dritten Mal erwähnt, auch mal den Namen Stadt der Professoren bekommen. Das ist schön. Da liegt auch schon wieder ein Pokémon. Einfach so. Alter Pokéball, ob er überhaupt noch funktioniert. Ich möchte ihn mitnehmen. Mir doch egal, ob der nicht funktioniert. Junge Trainer, macht euch bereit, vor euch beginnt wohl ein größeres Abenteuer. Mit der ersten Route, die ihr hinter euch gelassen habt, habt ihr schon den Anfang eurer Reise eines großen Abenteuers begonnen. Und viele Ortschaften treffen viele Leute, macht euch viele Freunde, werdet stärker, sodass wir am Ende eurer Reise begegnen können. Zeichnet Elite-Trainer Troy Drum. Und seit 2 Wochen Pokémon-Trainer und immer noch versuchen wir, jeden verschiedenen Pokémon auf Route 1 zu finden. Ich nicht, darf das nicht. Hast du eigentlich schon bemerkt, wie viele verschiedene Pokémon sich auf Route 1 eingenistet haben? Ich meine, es sind viele. Und ich bekomme ein Taubsi. Es sind viele. Ich bekomme ein Taubsi. Und dann noch dazu der Bergmann-Pass. Ich will gar nicht wissen, wie viele Pokémon es da noch Route 2 gibt. Ja, ich werde etwas mehr in den großen Ebenen trainieren. Wirklich bald gehen, ja. Oh, hallo Gangster. Meine lieben Kollegen, ihr überlegt es nicht korrekt. Was soll denn an dieser Überlegung falsch sein? Passen Sie auf, wenn ein sogenannter Einstein mit 0,6-facher Lichtgeschwindigkeit fährt und in dem Zug eine Lampe aufleuchtet, so ist die Gesamtgeschwindigkeit für einen ausstehenden Betrachter nicht größer als c, sprich der Lichtgeschwindigkeit von 299792458 Millisekunden. Sie können nicht die Formel v Gesamt gleich v Zug plus v Licht, also 0,6c plus c verwenden. Sie müssen dafür die relativistische Addition einer Geschwindigkeit verwenden. Also V-Geschwindigkeit gleich V-Licht plus V-Zug durch 1 plus V-Licht mal V-Zug durch C hoch 2. Somit bekommen Sie für V-Geschwindigkeit nämlich 299792458 Millisekunden raus. Und das ist halt C, die Lichtgeschwindigkeit. Ah, stimmt. Bei der Geschwindigkeit, die sich der Lichtgeschwindigkeit annähern, muss man umdenken. Sowieso kann nicht schneller als das Licht selbst sein. Und wir hatten gerade Mathe. Freut mich. Weißt du, Gutwings Labor. Der hat... Und dieser... Der hätte einfach nur diesen Ding Abhang runterspringen müssen. Warum kam er denn... Oh Mann. Nur weil er noch eine Tasse Tee... Die erste Arena. Wir haben nachher schon Arena-Kampf. Weißt du, es gibt 2 Arten von Bärenbäumen. Die eine Art wächst im Freien, darum wird sie auch die wilde Art genannt. Die anderen wächst nur auf solcher Erde hier. Art. Bei der wilden Art kann man jeden Tag neue Bären pflücken, robuster und widerstandsfähiger. Bei der Zuchtart geht das nicht. Sie geht sofort ein, wenn man ihren Bären pflückt, deshalb muss man sie immer. Jetzt aus dem. Ja, aber warum? Manche Sachen sind unangenehm. Geht sofort ein, wenn man ihre Bären pflückt, deshalb muss man sie immer wieder nachpflanzen. Dafür kann ich der Art, wie ihren Namen bereits sagt, bei der wilden Art funktioniert das nicht. Sie wächst dort, wo sie will, deshalb ist sie auch extrem schwer, solche Art von Bärenbäumen zu verbreiten. Wenn man also privat so einen Bärenbaum der wilden Art haben will, muss man ihn wohl oder übel umpflanzen. Hier muss er dann auch noch überleben, deshalb sind sie auch so begehrt. Okay, gönn mir jetzt trotzdem deine Bären. Bagibär. Ja. Ich weiß, wir werden am Ende diese Bären gar nicht alle brauchen, aber ich mach's jetzt trotzdem. Wir wollen ja so viel wie. Ist ja nur eine Demo, das heißt, wir wollen so viel von dem Spiel genießen, wie erstmal geht. Und das Update der Demo ist erst.
ein bis zwei Wochen her. Daher, wir kommen schon weiter in dem Spiel als zum Zeitpunkt der Festlegung, als das Spiel mich entschieden hat zu spielen. Noch nicht angekommen. Das ist der Battle Tower. Ja. Das ist so gut wegen das Labor. Ach. Ja, den müssen wir jetzt nicht lesen. Ja, denn die geben mir. Ja, was geht. Oder gibt mir bestimmt einen TM. Komm schon. Gibst mir jetzt einen TM. Und zwar gibst du mir Zertrümmerer. Da gibt mir Zerschneider. Überhaupt einer meiner Pokémon. Erlernt das. Mario. Natürlich habe ich kein Pokémon, was da schneller kann. Können wir so auch nichts machen. Wenn wir wenn Zerschneider notwendig ist, hier rechts weiterzugehen. Gerade wieder weggelaufen. Du nervst, hau ab! Der Pass fertig. Was ist denn? Ich muss meinen Pass bestellen. Guten Tag, willst du einen Pass beantragen? Einen Pass? Seit neuestem wird über einen Pass geregelt, welche Person das Gebiet betreten darf und damit Leute später deswegen keine Probleme haben, sorgen wir nun dafür, dass sich jede Person einen Pass anschafft. Okay, naja gut, dann nehme ich mal so. Brauche ich die üblichen Infos? War das nun endlich alles? Ja, fast. Einmal bist du ein Pokémon-Trainer. Als solcher besitzt du denn auch einen Pokédex? Ja, natürlich. Ah, sehr schön. Dann kann ich dir ja den speziellen Pass für Pokémon-Trainer auf einen Pokédex laden. Was auch immer sie sagen. Falls könnte ich einen Pokédex haben, brauche ich davor den Pokédex. Nun gut, der spezielle Pass wird nun auf deinen Pokédex geladen. Braucht man denn wirklich? Ja, er dient zur schnellen Identifikation einer Person. Mit ihm kann man zum Beispiel ohne Probleme betreten. Zum Beispiel das Pokédex auf Route 2 oder die Safari-Zone. Ebenso soll es aber auch dafür sorgen, dass die Personen sich anständig in dem Gebiet verhalten. Kurzum, bist du böse, wirst du dies auf deinem Pass vermerken und du darfst bestimmte Gebiete. Ah ja, er soll einfach für Sicherheit sorgen. Das ist ja das Wichtigste. Das muss ich jetzt nicht alles verstehen, oder? Ach, du wirst schon sehen, wenn du den jedenfalls, dein Pokédex ist nun fertig. So, das kostet 10.000 Pokédollar. Bitte was? 10.000? Ah, war doch nur ein Scherz. Der Pass ist natürlich gratis. Witze also. Die hat ja einen Clown zum Frühstück gefressen. Bitte tun Sie das nie wieder. Jedenfalls, ich wünsche dir nun viel Spaß auf deiner weiteren Reise, Pokémon. Ich sie einfach durch, oder was? Du, dann zeig mir mal bitte deinen Pass. Ja, da hast du ihn. Zeig dir, mach mal den Pokédex. Warum so schlecht gelaunt? Ach, egal. Naja, okay, damit sollte es dir nun möglich sein, bestimmte Gebiete betreten zu dürfen. Besten Dank. Kann jetzt hier was? Sollte ich diese Arena rein? Soll ich in die Arena reingehen und verlieren? Hero Arena Leiter Roxanne. Was? Roxanne ist hier die Arenaleiterin? Roxanne, kann ich nicht einfach zu dir kommen? Ah, ich wäre ja nicht hetzen. Ich habe ein Lucario und ein Dingens. Du willst die Arena leider herausfordern, dann musst du erst an mir vorbei. Ich bin an dir vorbeigegangen. 12. Kommt jetzt kleinen Start. Aquaknarre bitte. Nein. Oh mein Gott. Ich habe nicht gespeichert das Spiel. Das ist ein. Einfach ein schlechter. Warum? Jetzt ohne Scheiß. Warum hat er das eingebaut? Warum?
Wir sehen uns dann wieder, wenn wir genau an derselben Stelle noch. Jetzt muss ich einen Taubsi finden. Ich muss einen Taubsi finden. Was das so schön ist? Ich werde die Pokébälle an Paris nicht verschwenden, das heißt, wir haben Pokébälle mehr. So, wir sind zurück. Nur, dass unser Taubsi jetzt weiblich ist anstatt männlich, aber deswegen den Namen geändert habe. Aber ihr denkt dann so, hä, wie hat er den Namen geändert? An der Seite stand ja schon die ganze Zeit Laria. Ich weiß gar nicht, wie die. Einen Konter einsetzt. Ich weiß nicht, ob er weiterhin weiter schreit. Oh, ging dein Klammergriff daneben? Hast du dir so gedacht? Janosch ballert weg. Ich glaube, Janosch war vorher Level 8. Kann das sein? Er wird jetzt auf jeden Fall auch Level. Er versucht eigentlich alles genauso zu machen wie vorher, außer dass sich nicht Pokébälle an Lapras verschwendet. Und einmal hier. Du kannst nie gegen den Arena-Leiter gewinnen, wenn du nicht gegen mich gewinnst. Das wird kein Problem sein. Du hast einen Sturm Junior. Das hat keinen Bock auf Kampfattacken. Hab's dir gesagt. Ein Kleinstein. Mach nochmal. Der Balance halber. So irgendwann alle gleichzeitig drin. Aber nur damit alle schon mal gleichmäßig schön Bihorn. Das darf Jan euch wieder machen. Dann sowieso vielleicht Level 10 bis 11. Weil wieder schwieriger. Aber dann kommt ein Crit und Jan euch ballert den weg. Bei Arena-Leitern ist halt nach wie vor, werde ich nicht vorspulen. Wieder Level 11. Kraftwelle. Bei mir zu gefallen. Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die du eventuell paralysierst. Wow. Wow. Dafür kommt Konter weg. Ist aber speziell. Wo Lucario, man kann Lucario auch speziell spielen. Speicher nochmal. Für alle Fälle. Ist sonst mir zu gefährlich. Gehen wir nochmal heilen. Und dann machen wir in dieser Folge noch den Arena-Leiter. Dann war's das. Jetzt schon quasi das Spiel wieder zweimal gespielt. War ich zwischen der zweiten und der dritten Folge, habe ich auch nicht gespeichert. Zweite und dritte Folge nachspielen. Geht aber schneller, weil ich ja nichts vorlesen muss. Muss ja einfach nur wegdrücken. Okay. Guten Tag, Trainer. Ich schätze, du bist gekommen, um mich zu besiegen. Genau, ich, Shea, fordere dich, die Arena-Leiterin von Helio City, zu einem Arena-Kampf heraus. Oh, das war aber eine sehr gute Ansprache. Du scheinst es aber richtig ernst zu meinen. Naja, es ist mein erster Orden. Wenn ich jetzt schon ernst mache, wann denn dann? wohl wahr. Aber nun gut, nehme deine Herausforderung an, Shea. Na dann zeig mir mal, was du so kannst. Das ist cool. Das ist dann modern. Kleinstein. Level 10. Kraftwelle. Nein. Aber paralysiert. Ich hab ein Stein-Pokémon paralysiert. Macht mir das mal nach. Und Auraschlag. Ich meine, unser Team besteht jetzt schon aus krassen Membern. Ich hoffe, wir verrecken nicht. Nasknet. Da muss ich leider ja nicht auch draus. Von Nasknet habe ich ein bisschen Angst. Mit der Kraftwelle aber relativ effektiv. Dann nützt ihm sein Herz nicht, weil wenn ich richtig gedacht habe, ist Kraftwelle physisch. Speziell wollte ich sagen, aber es ist scheinbar auch physisch. Das ist ja noch krasser. Weil sonst hätte seine sein Ding ins Nichts gebracht. Dauerschlag.
und 227 Erfahrung. Und Level 13, wow. Und Rihorn, und diesmal darf Rihorn von keinem anderen als geringeren vom Mormont besiegt werden. Und Bams. Okay, nicht schlecht, aber noch bin ich nicht... Sag die jetzt. Dann kommt die Aquaknarre, one-hitted Rihorn, und die denkt sich einfach nur so... Level 14. Und damit haben wir auch unseren ersten Orden. Sehr gut. Oh, war ein sehr guter Kampf, Shia. Damit hast du deinen ersten Arena-Kampf für dich geschrieben. Du verdienst Respekt und deswegen bekommst du noch den hier, den Orden der Heriositena, den Stein. Vielen Dank. Jetzt sind deine Pokémon fähig mit der Attacke Zerschneider, kleine Bücher. Ich mir nur. Aber ich habe eh kein Pokémon, was Zerschneider kann. Haha. Noch viel Spaß auf der Reise als Trainer. Und damit war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hoffentlich ohne weitere Fails. Bis dahin.